das sind die Huawei FreeBuds SE. Mein Name ist Murat und willkommen hier auf Vision Plus. Nach dem Intro geht es los. Die FreeBuds SE sind die schlichtesten und eins der hässlichsten In-Ears, die es auf dem Markt gibt. Aber preislich sind sie halt der Knaller. Und gerade für knapp unter 40 Euro sind die FreeBuds SE nicht schlecht. Naja, wenn man sich die Specs anschaut, liest sich alles super. Aber ich mag die Teile irgendwie nicht. Versteht mich nicht falsch, für unter 40 Euro reichen sie alle mal aus. Das Case ist gut verarbeitet, die Klappe schließt sich gut und die Buds lassen sich etwas schwer fallen. Der Sound ist okay, Bass ist mir persönlich zu wenig und ab 70% Lautstärke ist dann aber auch Schluss. Bei bestimmten Titeln ist es leider schmerzhaft. Geräuschunterdrückung habt ihr nur bei Anrufen. Wo sie mich aber überraschen, ist der Bereich Podcast. Als Podcast-Liebhaber kann ich die FreeBuds SE nur empfehlen. Die Stimmen kommen sehr klar und auch der Tragekomfort passt hier super. Die Akkulaufzeit ist ganz ordentlich, knapp 5 Stunden und ansonsten könnt ihr sie im Case wieder schnell aufladen. Fazit: Wer keine hohen Erwartungen hat und deutlich sparen möchte, kann hier definitiv nichts falsch machen. Für unter 40 Euro für den besten Podcast-Genuss kann ich die FreeBuds SE empfehlen. Für mehr und alles andere solltet ihr euch am besten anderweitig umschauen.